der FC Bergedorf 85. Grüßen Sie heute herzlich zur Vorstellung des neuen Trainers unserer Landesligamannschaft. Ich habe mich für die Familie entschieden. Ich bin müde geworden, immer wieder zu wandern, zu wechseln. Nach einem Jahr, man weiß, das Verfalldatum der Trainer da oben ist sehr, sehr hoch. Also von daher habe ich mich für die Familie entschieden. Und dann kam dieses Konzept hier, diese Entscheidung. Sie wollen hier was aufbauen. Sie haben mich angesprochen. Und von daher, nach reiflichen Überlegungen, habe ich gesagt, ja, das mache ich. Da packe ich mit an, den Verein hier wieder in ruhige Fahrwasser zu bringen, sportlich auch wieder etwas nach oben zu führen. Das kann ich nicht alleine. Da müssen alle mit anpacken, als erstes die Spieler. Aber ich versuche da, wie gesagt, denen was so beizubringen, dass sie dort erfolgreich sind. Ich habe so viel Selbstvertrauen, dass ich sagen kann, ich kriege das hier sportlich hin. Hier werden wir versuchen, das in die richtige Richtung zu bringen, sportlich. Aber auch mit der Zusage, ich weiß, das zählt nicht viel, aber mit der Zusage und den Visionen, die die Leute hier im Umfeld haben, die mich unterstützt haben, dass wir das hinbekommen. Ich habe die Mannschaft hier in einigen Freundschaftsspielen gesehen. Und die Grundtugenden, die haben sie schon verinnerlicht. Sie können laufen, rennen, kämpfen. Sie haben Spaß am Fußball. Es ist eine junge Mannschaft. Wir wollen natürlich einen erfolgreichen Fußball spielen, hier für die Zuschauer ein Event abliefern, dass sie gerne hier nach Bergedorf kommen, unabhängig vom Ergebnis, aber dass sie eine Mannschaft sehen, die rennt, fightet, kämpft. Ich glaube, dann ist vieles möglich. Ich bin ganz optimistisch, dass die Jungs heiß sind, dass sie wollen, dass sie oben angreifen wollen. Und wir wollen schon im oberen Drittel landen. Wir können nur anbieten, hier die Tradition, jetzt mit dem Namen Demuth als Trainer, dass sie hier kommen und dass sie dann dementsprechend mit Freude an die Arbeit gehen.